So, Hallihallöchen, Hänsepede, willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir können noch an drei weitere Orte zum Berg rein. Hat keinen Namen. Ist das auch gleich der Ausgang? Ja, okay, es ist so ein Einzelgebiet. Könnte sein, dass hier dann auch so ein Kristall oder eine Truhe ist. Ja. Gut, wir können auch zu zwei Orten. Weil der Zoll dann... Ja, da brauchen wir eine Genehmigung. Das eine sieht aus wie eine Burg und das andere wie ein Dorf. Gehen wir erst ins Dorf. Schauschwester, das ist Robwood. Robwood? Das ist nicht Robwood. Doch, doch. I rob your wood. Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Robwood ist ein Dieb, aber dennoch hat er ein gutes Herz. Robin Hood, Robwood, naja. Robwood nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Rob wurde im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Louis ist die ganze Zeit am Trinken. Ja, wer ist das? Vater, Mutter, Kind? Also ich bin Louis Trinker. Ich trinke aus Koma. Passt. Schön, dich kennenzulernen. So, eigentlich suche ich hauptsächlich einen Shop. Marcel. Hallo, willst du meine Gemälde kaufen? Was? Nein? Ich will deine Katze kaufen. Hallo, Katzi. Können wir in den Brunnen fallen? Nein. Schade. Leeres Haus. Gut. Hui, hui, hui. Was ist mit dir? Im Nordwesterwald wohnt der Teufel, so sagt man. Ja, überall sind Teufel und Unholde. Ist jetzt nichts Neues. Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Wieso spricht sie Englisch? Was sie getan hat, ist schrecklich. Eine wahre Tragödie. Ja, danke fürs Gespräch. Bist du ein Shop? Jean. Hallo, ich möchte deine Jeans probieren. Eines Tages wird das Volk dieses Land regieren. Um dieses zu erreichen, studiere ich Tag und Nacht. Oh, du bist das Volk. Okay. Ja, er wird dann der Nachfolger oder so. Wilk. Na sowas. Betteln und hausieren ist hier unerwünscht. Nee, halt, ich will Rüstung kaufen. Nee, Nettie für Kleidung für Blaublütige, nicht für den Pöbel. Pöbel. Du wirst unsere Kreaturen nie tragen. Bestimmt nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns irgendwie als reicher Schnösel ausgeben und dann das Schloss infiltrieren. Ah, Kinderarbeit. Nicht schlecht. Wir werden nähen, sticken und weben wie die Ameisen. Die Ameisen können nicht nähen. Ich will Mode machen, die man bezahlen kann. Kleidung, die jeder gerne trägt. Okay, immerhin haben die Ambition, dass sie fürs Volk sind. Gut, dann haben wir hier in Terranigma auch Ständekritik. Nicht schlecht. Magst du ein frisches Croissant? Nur 10. Ja, okay, gib her. Lass dir schmecken. Dir scheint es ja zu schmecken. Ganz unglaublich, habe ich nicht mitgerechnet. Kellerei. Ich habe viele Weine noch, der König nimmt sie mir alle weg. Ich möchte gerne jedem Wein anbieten. Okay, der König ist anscheinend ein richtiger Arsch. Aber, na, es scheint ja noch zumindest viele Flaschen zu haben. Kann ich auch wieder auffüllen. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Kein Kindpolitik, oder was? Willkommen im Luciens Hotel. Wein für unseren Gast. Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Was ein Empfang. Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Im Ganzen macht das... 1 Million Taler. Bezahlt man im Voraus. Was? Du beliebst zu scherzen, oder? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Du kannst Schulden auch abarbeiten. Los, bezahle. Was ist das denn für ein Arsch? Ich hab mitgehört. Hast du deine Hände im Spiel?
Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt nicht. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung dem Volk nahelegen. Lady Feder, bitte, bitte, danke. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid, aber nicht jeder hier ist so. Hä, den Wein nehme ich trotzdem. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon mal gesehen. Wenn du Melina heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. Weil, Melina? Wirk. Oh, ja. Egal, gleich nochmal. So, die nehme ich gleich mit ins Hinterzimmer. Da mit dem Schwert ist Lady Feeder. Sie bewacht die Prinzessin. Sie ist eine Frau, führt das Schwert aber wie ein Mann. Oh! Ah, hier kann man auch spielen. Was ist, bleibst du? Dann geh in das rechte Zimmer. Und wer randaliert, der fliegt raus. Rechts? Ja, ja, rechts. Hundi! Hi. Dann speichern wir auf jeden Fall mal zur Sicherheit. Ich finde ich schon wieder alles replayen. Mach ich auch nochmal. Zack. Safe State. Einfach doppelt gesichert. Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Sie wachsen in dieser Saison nur spärlich. So, ein Laden wäre noch gut. Magier, ja. Hat Katzenohren im Verkauf. Ja, richtig strange shit, aber ganz ehrlich, Magie. Echt nicht so nice in dem Spiel. Also gerade weil es halt so hart verbraucht. Okay, das sieht aus wie ein Laden. Sogar zwei. Okay. Er hat Waffen. Auch nochmal, okay. Zwei sehr gute Sachen und er macht dann so gemischt Waren. Okay, ja, weißt du was? Ich habe gesagt, wir decken uns ein. Einfach auf Nummer sicher, wir haben das Geld. Ich kaufe auch nochmal die kleinen Knollen. Heilen zwar nicht viel, aber falls man doch mal eine Notfallheilung für alles braucht. So, passt. Wir haben alles. Und dann nochmal bessere... Nee, das nicht. Jo. Bessere Rüstung und nochmal einen richtig fetten Speer. Boah, das hat sich richtig gelohnt, dann nochmal durchzupreschen. Kettenhemd. Yes, ausgerüstet und... Wie heißt das? Silberspeer. So, von Bronze upgraded auf Silber. Oh yeah. Warum hätte man sich den vorigen Speer nicht gekauft, sondern nur den gefunden, dann hätte man jetzt nochmal einen plus 7. Was? Irgendwas? Orchidee. Ich kann immer noch nicht nach Hause gehen. Ja, okay, ich kaufe hier einfach Blumen. Wie lange geht denn das noch? Okay, unendlich lang. Ist das alles, was du kaufst? Geizhals. Chill, Mädel, chill. Gut, dann, wir haben jetzt Orchideen. Melina ist am Schleimschloss. Hi. Hey, du bist hier unerwünscht. Nein, bitte nicht. Hast du die Mitteilung des Königs gelesen? Morgen geht's los. Morgen, okay. Deswegen sollten wir auch ins Gasthaus, okay. Halt. Ist das das Gasthaus? Nee, Orakel. Die Sterne kennen die Zukunft, Mann. Hüte dich vor Hunden und finde das pfeifende Glück. Suche im Wald. Also gerade mussten wir einen Hund suchen. Der war jetzt auch nicht arg böse. Aber ja, ich werde es mir merken für die nächsten Male. Die Übernachtung kostet nichts? Okay. Ich finde es schön, dass Terranigma auch das berücksichtigt, dass Helden auch mal schlafen müssen.
So, jetzt ist hier groß Party im Schloss. Naja. Iggy. Gott, ich gehe einfach mal so in den linkesten Linksraum. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Direkt in den Kerker. Okay, super. Pass dich kurz, wenn du mit den Gefangenen sprichst. Wer ist denn hier drin? Hi. Nur keine Angst. Komm doch auf ein Schwätzchen rüber. Das sind aber viele Zellen. Wir können die aufmachen. Du bist frei. Ah, nee, außer die. Oh, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wenn es einen Kerker gibt, dass wir da bald drin landen. Die Prinzessin stammt aus Stockholm. einem Dorf im Nordwesterwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Hey, soll ich dir von meinem Heldentaten erzählen? Ach nee, lass mal, so viel Zeit habe ich nicht. Der eine hat sogar eine Bibel da. Erster Stock. Ich bin noch auf Wache. Du kannst auch sehr gerne auf Schlafe sein. Gut. Rechte Seite. Noch ein Kerker? Nee. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt der Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke, nur logisch. Ja, irgendjemand muss die Prinzessin heiraten. Gut, dann ist hier wahrscheinlich noch eine Vorratskammer. Ja, ein Lager. Mit einem Kristall, obviously. So, dann haben wir hier... Ist hier der Thronsaal? Ja. Was ist dann im ersten Stock noch? Bist du ein Hochzeitskandidat? Eigentlich... Wollen wir nur mal anschauen, wie eine Prinzessin aus der Nähe aussieht. Du wagst es! Verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Du bist auch ein Kandidat? Hier entlang. Hier entlang. Achso, bei ihm. Nee, mal... Hey, sei nicht so, nur ein klitzekleiner Blick. Du wagst es? Schwinde. Okay. Dann scheint das hier tatsächlich storyrelevant zu sein. Dann gucken wir ja erstmal noch hier im Erdgeschoss. Was, dann wird hier wohl nichts passieren. Außer, dass wir den König angucken dürfen oder seinen fetten Thron... Okay, hier ist doch noch einiges. Das sieht nicht thronartig aus. Vor allem, hier sind keine Wachen mehr. Ne, es ist auch kein Thron, okay. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich nicht rein. Ich gehe trotzdem. Ja. Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Schade. Okay, ja, das Schloss ist symmetrisch aufgebaut. Können wir trotzdem noch zwei Räume erkunden. Einmal hier. Die Bücherei, ist auch wichtig. Was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nicht so viele Bücher gelesen. Junge, du beweist guten Geschmack. Bericht über den Eindringling. Rob Wood, der Dieb, wurde von der Königsgarde festgenommen. Er wollte wohl die goldene Statue aus dem Königszimmer schibitzen. Moment, Rob Wood haben wir ja nicht im Kerker gerade gesehen. Das war ja einfach nur irgendjemand. Oder war das Rob Wood? Sah jetzt nicht so spektakulär aus. Die Amnesie der Tochter des Bürgermeisters. Sie verlor teilweise ihr Gedächtnis und kann nicht mehr sprechen. Nichts konnte ihr besser helfen. Wir brauchen Zeit. Das sieht mir voll aus wie ein Geheimgang dahinter.
So, welches Zimmer fehlt noch? Einfach so ein Zimmer, wo man chillen kann. Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langen Haaren. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Und sogar mit pinkem Bettbezug. Toll. Gut, dann würde ich sagen, als Kandidat melden wir uns im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.